Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag. Apple Review am Start und zwar mit der nächsten Apple Review und zwar hier mit MMX Racing. Und wir gucken uns das Ganze hier gerade mal an. Wir sind nämlich dabei, uns ein Auto auszusuchen und das Ganze auf dem 9-Tech Platinum. Das funktioniert natürlich sehr sauber und sehr gut und wir gucken uns hier gerade mal an, was es für Autos gibt, die wir uns noch nicht leisten können. Das ist natürlich ärgerlich. So, wir haben ja einmal den Adley Tracker oder den Draga Sport. Mal gucken, welchen können wir uns denn hier von leisten. Was haben wir? Einen Blockhopper haben wir hier noch. Der ist schon wieder zu teuer. Also nehmen wir direkt den Draga Sport. Der liegt in unserem Budget. Dann kaufen wir den auch gleich mal. Und wer sich fragt, warum geht's denn hier so los, der wird gleich sehen, dass wir hier eine hammermäßige Grafik haben. So, ist jetzt ganz egal. Namen wollen wir bestätigen. Wir wollen jetzt hier nicht irgendwie noch groß mit dem Namen Zeit verschwenden. Wir haben hier den Harvey. Das ist unser Trainer, sage ich mal. Der uns hier sozusagen das Auto fahren beibringt. Und zwar in dem Moment so, dass wir jetzt hier, muss ich jetzt hier wirklich das Ticket nehmen, ja? Ja, ich besiege diesen Kerl. Und zwar, dass man hier die Grafik mal genießen kann, wie gesagt, auf dem Quad-Core des 1,5 GHz starken 9-Tech Platinum hier, auf 10 Zoll genieße ich dieses Rennspiel mit euch zusammen, denn 5 Zoll ist zwar schon gut, aber 10 Zoll ist natürlich immer noch ein bisschen besser. Und da wollen wir einfach nicht lang schnacken, sondern wir wollen direkt reinschauen, was hier so Phase ist. So, und da geht's auch direkt los. Eine umwerfende Grafik, muss ich mal sagen. Also, der Grafikchip vom Pomp ist schon genial auf 720p Display, aber auf 10 Zoll ist das Ganze natürlich hier noch bei dem 9-Tech ein bisschen besser, muss man wirklich sagen. So, und da lassen wir mal ordentlich hier die Motoren knarren. So, und da haben wir es verloren, weil, was habe ich vergessen? Wir müssen natürlich Gas geben hier. Ein Ticket, jetzt habe ich das verstanden. Wir haben so und so viele Tickets immer vorgegeben. Und wir haben natürlich unheimlich viel PS-Power dabei. So, wir können hier unten noch ein bisschen lauter stellen. So, wir müssen im grünen Bereich bleiben. Und dann geben wir Gas. Und eigentlich ist hier Sinn und Zweck dieses Spiels nur, nur darauf zu achten, wann man abspringt und wann man wieder Gas gibt. Und das ist eigentlich hier so der Fall. Sobald man aufgekommen ist, muss man wieder Gas geben. Sobald man springt, muss man das Gas loslassen. Mehr ist es eigentlich nicht. Das ist so ähnlich hier, bloß ohne Schalten, wie das Drag Racing. Wir haben natürlich hier richtig heiße Reifen und richtig heiße Rennen dabei. Du hast es geschafft, sagt er, und jetzt soll ich rausgehen und natürlich alles andere platt machen. Wir müssen natürlich dann noch schön Geld sammeln, um uns hier weiter zu etablieren und weiter Stufen aufzusteigen. Wir gucken mal, wie viele Tickets habe ich hier eigentlich? Steht das hier irgendwo? Trotzdem versuchen wir es, naja. Okay, jetzt gibt es erstmal was zu verbessern. Das müssen wir natürlich gleich so kaufen, wie es ist, das ist ja klar vorgegeben. Aber echt coole Grafik, also das muss man schon mal den Entwicklern hier lassen. So, was haben wir jetzt hier? Na gut, dann gehen wir halt erstmal auf den Ticketpreis. Alles klar, jetzt habe ich das verstanden. Wir müssen immer Tickets kaufen und die von unserem eigenen Geld. Und dann natürlich versuchen, das Geld so schnell wie möglich wieder rauszuholen, indem wir gewinnen. Die Ladezeit hält sich echt in Grenzen. Tablet wird dabei auch leicht warm, hinten rechts unter der Kamera. Natürlich völlig normal, weil der Prozessor jetzt natürlich arbeiten muss. Bei so einer Grafik ist es natürlich was Schönes. So, weiter geht das Ganze. Er schmeißt uns raus. Was ist da los? Freundchen, was ist das? Ich wollte jetzt hier das Rennen fahren und der schmeißt mich hier einfach so raus. Das kann ja nun nicht sein. Jetzt startet er wohl nochmal von vorne. Also ich weiß, ich habe es gestern schon mal ausprobiert. Da lief es fehlerfrei. Mehrfach hintereinander. Jetzt sind wir allerdings schon wieder ein bisschen weiter im Spiel. Wir überspringen mal die Werbung. Das brauchen wir ja nicht. Vielleicht ist es auch, weil ein paar Serverstörungen da sind, dass er deswegen abgebrochen hat. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, aber man muss ja alles so mit einbeziehen. So, nun los jetzt hier. Wir wollen einfach nur eine Runde Rennen fahren. Das war doch nicht so schwer. So, jetzt sind wir dabei. Ja, ja, ist gut. Eigentlich hätte ich mir dann doch lieber verkniffen. Hätte ich das vorher gewusst, dass es hier wieder so ist. So, ab geht's. Jetzt wollen wir auf normal sein. Jetzt gibt's einen Dreifachsprung. Und jetzt müssten wir ja eigentlich endlich loslegen können, wenn uns die App nicht wieder rausschmeißt. Das Publikum jubelt doch schon. Also los, Freund. Zeig, was du kannst. Und dann wollen wir uns hier nochmal die Rennstrecke anschauen. Wäre ja schade, wenn das nicht klappen sollte. Lange Ladezeit, aber dann haben wir es geschafft.
brüllt der Motor schon. Und dann sind wir voll am Starten. So, und dann sieht man das, wenn man richtig drauf aufpasst. Reifen berühren und sofort loslassen, drauf tippen. Und dann haben wir alles perfekt geschafft und haben natürlich den Vollschwung rausgeholt. Ja, das Rennen ist ja immer sehr schnell vorbei, wie man sieht. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Aber was soll man dagegen machen? Wir haben auf jeden Fall eine super Zeit hingelegt, richtig viel Kohle kassiert. Und Sprung und Landung waren fast alle perfekt, wie man sieht. Das war auf jeden Fall genial. Und wer Bock drauf hat, der lädt sich die App MMX Racing ganz einfach im Play Store herunter. Den Link findet ihr wie gewohnt bei mir in der Beschreibung. Aber vorher machen wir noch ein Rennen hier. Was haben wir nun? Schwer oder normal? Machen wir mal auf schwer. Mal sehen, ob wir das auch hinbekommen. Es geht ganz einfach los und wird sehr schnell sehr schwierig. Das macht nichts. Wir versuchen es trotzdem einfach normal. Mit dem großen Bildschirm hier fühle ich mich auf der sicheren Seite. Komm schon. Zeig, was du kannst. Und los. Direkt beschleunigt. Zu früh Gas gegeben. Ich weiß gar nicht, warum man zu früh Gas geben kann. War doch eigentlich gar nicht so schwer und wir haben trotzdem gewonnen. So sieht das Ganze dann aus. Wir haben gewonnen, gehen auf Fortfahren, kassieren gut Kohle und haben den auf schwer auch noch fertig gemacht. Und oben sammelt sich natürlich das Geld in der Ecke. Das heißt, wir können bei mehr Geld natürlich auch bessere Leistungen rausholen und das ist unser großer Vorteil. Ich wünsche euch viel Spaß mit der App. Ladet sie euch kostenlos im Play Store herunter. Den Link findet ihr wie gewohnt immer in der Beschreibung. Und wir sehen uns bei der nächsten App Review. Auf Wiedersehen.